So, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Metro 2. Wow, oh. 2033, mal schnell hier durchspielen, bevor wir vollkommen zerstrahlt werden, ja. Okay, wir gehen jetzt zur Station Waffenkammer, wir suchen sie nicht. Die müsste hier irgendwo in der Nähe sein, glaube ich. Okay. Ich hoffe, unsere Verstrahlung ist. Halt! Wer ist da? Nicht ich bewegen! Bin's. Hey, alles gut. Es ist ein Mensch. Mach das Licht aus. Okay, wir haben die Station gefunden. Nun, du siehst nach einem Menschen aus. Das ist es, was zählt. Komm herein, wir sind eine freie Station. Oh, Taschenlampe aufladen. Nett. Wäre es nicht sinnvoller, von innen anzubringen? Na, egal. Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? Ah, okay. Also doch nicht Nur ganz. Nur ein gut gemeinter Rat. Danke, Mann. Also doch nicht ganz so freie Station. Achtung, Achtung! In der Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei Ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Der Feind schläft nie. Haben wir einen Pass? Na, ich zeig Ihnen einfach meinen grünen Pfeil. Ach ja. Gesicht zur Wand. Dies ist eine Inspektion. Okay, das betrifft mich nicht. Aber nicht doch. Ich bin doch nicht vom anderen Ufer. Lass den Quatsch. Bereit machen zur Inspektion. Oh, was haben wir hier? Dafür bin ich immer bereit. Herr Doktor, könnten Sie auch meine Prostata untersuchen? Ach ja, hier coole Physikeffekte. Die leuchtet so seltsam. Muss wohl die Strahlung sein. Du Freak. Ja, da vorne ist eine Inspektion. Egal, lassen wir die einfach mal. Treten Sie doch dahin, wo es Ihnen am besten gefällt. Ganz schön schlapp. Kriegen Sie nicht genug zu essen? Wie lange dauert das denn noch? Der ist ein echter Komiker. Davon hier war. Sieht man nicht viele. Dann probier hey, Junge, mal das hier, du Knallkopf. Du bekommst mächtig Ärger. Das war schon besser. Aber meine Großmutter. Komm, jetzt lass mich rein. Wir haben geschlossen. Buchten wir ihn ein. Ach, Scheiße. Ja, tut mir leid wegen Geräusch gerade. Ich sollte meinen Messenger ausschalten im Hintergrund. Total unprofessionell. Na, okay. Na, ist abgeschlossen, da. Hier geht's lang. Psst, Ruhe. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Hände ausstrecken. Du bist verhaftet. Nein! Nein, nein, nein! Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Ich gehöre nicht zu dem. Nein, ich will auch kein Wieder. Nein! Okay, gut, ich renn auch weg. Los, kommt mir nach! Umschalt gedrückt. Idiot. Lass mich, ich. Oh Gott, ich bin doch cool. Okay. Runter. Oh, die schießen von da. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich überall meine Mailgeräusche. Also, wenn ihr es nicht gehört habt, dann ignoriert es. Hier hoch. Oh Gott, wo bist du? Scheiße, der ist nicht da. Oh, was? Dort! Nein. Halt, du Mistkerl! Oh, nein. Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Kahns Freund gerettet, André dem Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. Du bist gut. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Roten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sache. Die Roten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren.
Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Also, es wurde doch noch geholfen. Oh. Was ist das denn für ein geiles Gerät? Das sieht geiler aus als unser Gerät. Das Ding nehmen wir nicht auch. Nettes Buch. Oh, jetzt haben wir eine Shotgun. Ja, ich mag das Wort Shotgun. Hey, da kann man nicht drauf spielen. Ist ja doof. Naja. Wurden wir doch noch gerettet. Wo geht's denn lang? Ah. Boah, haben wir mittlerweile schon viel Geld. Also ich finde persönlich, das ist viel Geld. Wir sind nur noch eben hochgerannt. Ja. Kann man alles nicht ausmachen. Es heißt, jemand ist in die Station der Roten eingedrungen. Der Dienst ist alarmiert. Der Typ wird also keinen Tag dort überleben. Unsere Sicherheit ist wie ein Sieb. In der Station wimmelt es von Spionen, die terroristische Handlungen planen. In jeder Gasse lauert ein Saboteur, sag ich dir. Ah. Medi sind immer nützlich. Beste Einverstanden. Zerfetzt ihr Ziel in die Stücke. Nicht. Schärfere gibt es nicht. Wurfmesser haben wir noch, okay. Wie Sie wollen. Medipa, werfen Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys. Und bis dahin zermürben uns Ihre Spione und bereiten. Zieloptik? Also Ihre Waffe ist bestimmt besser. Aber wenn Sie unbedingt wollen. Ausgezeichnet. Naja, nö. Kommen! Ausgezeichnete Wahl. Oh, geil. Definitiv besser als Ihre. Kalasch mit Zieloptik. Sie haben genau die gleiche. Kalasch? Nun, wir können natürlich tauschen, wenn Sie nö. Wollen. Die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Ganz ernst, ich habe so viel Geld. Ich kaufe die jetzt. Sehr schön. Wie auch immer. Weil ich habe mir noch nie was gekauft, eigentlich, um ehrlich zu sein. Was gibt's hier? Ein Einzelstück. Wie auch immer. Was gibt's du? Sowas finden Sie nicht nochmal. Tarnanzug. Nö, danke. Hey. Ist okay, Jungs. Er gehört zu uns. Na los, spring in das Loch, Adja. Geile Brille. In das Loch springen, hup. Nur ein bisschen zu fett. Ich will aber, lass mich raus. Was macht ihr? Hallo? Ich kann auch gar nicht mehr springen. Okay, ich glaube, ich kann aufstehen. Ja, es stellt keine Gefahr dar. Ah, ich verstehe. Artyom, siehst du dieses Gepäckfach? Kletter hinein. Also gut. Oh, ich muss die Sounds ausschalten. Also, was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Geil. Ah, auch was zu lesen. Ein Helm. Ich hoffe, die holen nicht irgendwann das Buch raus. Während der Fahrt. Aber glaube ich ja weniger. Hey, André, ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Also, das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Lubjanka? Okay, warum seid ihr alle so nett zu mir? Nur weil ich Kahn kenne. Okay. Jetzt liegt es an dir. Viel Glück. Achtung! Das Militärpersonal wird
Hallo, Sergei Sergejewitsch. Ich habe hier einen Jungen, der gerne kämpfen möchte. Ein wahrer Soldat für ihre Sache. Wir suchen immer nach jungen Leuten, die unsere kommunistischen Ideale zu schätzen wissen. Nun gut, Junge, du bekommst gleich Waffe und Uniform. Und jetzt auf den Zug mit dir. Okay. Zivilisten ist es nicht gestattet, Truppenzüge ohne schriftlichen Befehl des Kommissars zu besteigen. Vorwärts, versuche, einen Militärzug mit gefälschten Papieren oder durch Bestechung oder anderweitige Möglichkeiten zu besteigen, werden mit Haftstrafen wegen Verrats geahndet. Okay. Also fahren wir anscheinend hier mitten in den Krieg. Alle Mann die Plätze einnehmen! Ich hoffe, das hilft wirklich. Ah ja. Achtung! Der Zug ist bereit zur Abfahrt. Alle Soldaten mit Marschbefehl sofort aufsteigen. Jeder Frontsoldat, der auf dem Bahnsteig ist, nachdem der Zug abgefahren ist, wird wegen Desertation erschossen. Was? Warum bist du in die Armee eingetreten? Ich bin meinen politischen Ansichten gefolgt. Also, ich bin wegen der Moneten hier. Und du? Ich? Gehe zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Mein ja, Vater haben war sie Soldat gesagt. In der Roten Armee und sein Vater auch. Ist Familientradition. Dann sag mir mal, Lev, ob es auch Tradition bei euch ist. Ist das wirklich Armee sicher? Auf dem Schlachtfeld ich bin nicht bei voller Fahrt raus. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Klar. Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Und wir fahren jetzt mitten rein. Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Kapitel 4, Krieg. Ja, ja. Aber wir kommen immer näher. Was unser Vater gerade denkt. Na, boy, komm, knirsch das. Wir sind nach hinten gerutscht. Aua, nein. Ja, wir sind also doch rausgefallen, aber wir haben es anscheinend ohne irgendeinen Knochenbruch überlegt. Und jetzt will ich meine AK sehen. Genossen, Glückwunsch zur Ankunft an der Front. Ja, mit Rotpunkt. Stolz machen werden. Die Zukunft von was gibt's hier hinten? Okay, das kann man nicht ausmachen. Nun in ihren Händen. Singen Sie mit mir. Ausmachen ist sicherer. Wieso? Nein, warum lädst du jetzt nach? Es gibt übrigens ein Achievement dafür, in diesem Level alle auszuschalten. Oder keinen auszuschalten. Ich gehe in die andere Richtung, leck mich mal. Ne, ich wollte ihn noch erst looten. Ne, da gehe ich nicht hin. Ich hätte doch direkt in die andere Richtung gehen sollen. Ich beende mal jetzt die Aufnahme hier. Wir können ja nochmal hier unsere Mission anschauen. Ja. Und damit beende ich auch die Aufnahme. Bis dann und tschüss. Und wir müssen genau nach Norden aufbrechen. Tschüss.